Cripes. This one's not much better. Actually, they're Jackson Pollocks. Yeah, I'd agree with you there, sport. My feeling is that new needs need new techniques. Ich glaube, dass jede Epoche ihren eigenen Ausdruck sucht. Und der moderne Künstler hat dafür neue Mittel und Wege gefunden. Er kann nämlich seine Umwelt, die Flugzeuge, die Atombomben und das Radio, nicht mehr im Stil der alten Meister malen. Jede Epoche findet ihren eigenen Ausdruck. Jackson Pollock war der erste amerikanische Maler, dessen Name in den Klatschspalten der großen Magazine auftauchte. Ein Cowboy aus Wyoming hatte es geschafft, der Star der New Yorker Kunstszene zu werden. Im Jahre 1956 verunglückte Pollock im Alter von 44 Jahren bei einem Autounfall. Er war in betrunkenem Zustand gefahren. Pollocks sogenannte Dripping-Technik war umstritten und seine Bilder schwer verkäuflich. Bereits in den ersten Werken brach Pollock mit der europäischen Tradition und legte somit den Grundstein für eine neue amerikanische Kunst, die heute den internationalen Markt beherrscht. Ich wohne in Springs, East Hampton, Long Island. Vor 39 Jahren wurde ich in Cody, Wyoming, geboren. Ich male spontan. Meistens arbeite ich am Boden, gerne auf großen Leinwänden. Das liegt mir mehr. Wenn die Leinwand auf dem Boden liegt, habe ich das Gefühl, quasi selbst ein Teil des Bildes zu sein. Manchmal arbeite ich mit dem Pinsel, aber in der Regel bevorzuge ich einen Stock. Ab und zu gieße ich die Farbe direkt aus der Büchse. Ich arbeite gerne mit tropfender, flüssiger Farbe. Jede Art zu malen entsteht aus einer natürlichen Notwendigkeit heraus. Ich möchte meine Gefühle lieber unmittelbar ausdrücken, als sie in konventionelle Bilder umzusetzen. Die Technik ist ein Mittel zum Zweck. ...1946 zogen Jackson Pollock und seine Frau, die Malerin Lee Krasner, in die Kleinstadt Springs in East Hampton, Long Island. Hier schuf Pollock seine bedeutendsten Bilder. Viele andere junge New Yorker Maler, die später als die abstrakten Expressionisten bekannt werden sollten, ließen sich auch dort nieder. Die Künstler feierten eine große Party nach der anderen und nachts waren sie meistens betrunken. Wenn ich mir das heute überlege, weiß ich nicht, wie sie das durchhalten konnten. Sie waren ständig betrunken und fuhren dabei auch noch Auto. Der Hemingway-Mythos war allgegenwärtig. Und Hemingway war auch Alkoholiker.
Weil die amerikanische Gesellschaft eine so geringe Meinung von den Künstlern hatte, fühlten sie sich wohl in ihrer Männlichkeit in Frage gestellt, weil sie sich mit schöngeistigen Dingen beschäftigten. Das kompensierten sie, indem sie sich wie Supermachos aufführten. Es waren alles kräftige und nicht einmal gut aussehende Männer. Das war kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, als die Männer heimkamen und man von ihnen erwartete, dass sie alle Familien gründen und ein bürgerliches Leben führen würden. Die Schriftsteller und Maler wollten sich mit dieser Rolle nicht abfinden, wussten aber nicht, wie sie ausbrechen sollten, ohne zu Außenseitern zu werden. Obwohl Pollock zeitweise viel Trank und Depressionen hatte, fühlte er sich in Springs zu Hause. Zwischen 1946 und 1951 schuf er hier viele seiner bedeutendsten Bilder und perfektionierte die Technik des All-Over-Painting. Ich glaube, dass man in Pollocks Hauptwerken seine Energie deutlich spürt. Diese hingepeitschten Linien, diese Gestik. Aber man hat auch das Gefühl, dass man in diese Bilder hineingehen kann, weil sie so groß sind. Obwohl sie voller Vitalität sind, strahlen sie Ruhe aus. Sie wirken gewaltig und haben gleichzeitig etwas Intimes an sich. Ich glaube, dass sein berühmtes Bild Lavender Mist eines der besinnlichsten und lyrischsten Werke ist, die jemals in Amerika gemalt wurden. Irgendwie ist Jacksons Geist an diesem Ort noch gegenwärtig. Er fühlte sich eins mit diesem Ausblick. Einmal sagte er, was ihn an der Küste auf der Insel so fasziniere, sei, dass man, obwohl man nur Wasser und das Watt sehe, trotzdem das Gefühl habe, man blicke über eine Ebene oder vielleicht sogar über eine Wüste. Es erinnerte ihn an seine Kindheit in Wyoming. Jackson Pollock wurde am 28. Januar 1912 auf einer Schaffarm geboren. Die Familie war arm und Jackson war der jüngste von 5 Brüdern. Sein Vater war ein eher schüchterner, nicht sehr erfolgreicher Saisonarbeiter und Landvermesser. In Pollocks Jugend zog die Familie viel umher. Einmal arbeiteten sie auf Obstplantagen, dann bot sich woanders ein Job als Vermesser. Die Mutter war eine tüchtige Frau. Das kann man selbst auf diesem Foto sehen. Und sie interessierte sich für das Kunstgewerbe. Im Sommer arbeitete Jackson meistens mit seinem Vater zusammen. Einmal musste dieser den Rand des Grand Canyons vermessen. Und ich glaube, dass gerade diese Vermessertätigkeit Pollocks Raumgefühl nachhaltig geprägt hat.
Ich glaube, dass die amerikanische Vorstellung von Raum, Maßstab und Größe Pollocks Werk entscheidend beeinflusst hat. Ebenso die Mobilität, Geschwindigkeit und Kraft. Sie spielten für die Amerikaner eine große Rolle, und das gilt nicht nur für Pollock. Ich habe den Eindruck, dass dies auch in seiner Persönlichkeit zum Ausdruck kommt. In der Schule hatte Jackson von Anfang an Schwierigkeiten. 1928 schrieb er sich an der Kunstgewerbeschule in Los Angeles ein, wo er Reuben Kaddish kennenlernte. One of the worst situations that young artists can grow up in creatively was present in Southern California. Für einen jungen, kreativen Künstler war Südkalifornien der ungeeignetste Ort, den man sich denken kann. Man wurde unterdrückt, alles war sehr akademisch, im Grunde mittelmäßig. Am fortschrittlichsten und am fruchtbarsten war das, was Disney machte. Man beachtete die atemberaubenden Entwicklungen gar nicht, die gerade in Frankreich und zum Beispiel in Mexiko vor sich gingen. Ich glaube, das Erste, was mir an seinen Bildern auffiel, war diese Vitalität, diese ungeheure Ausstrahlung, die von ihnen ausging. Wir besuchten die Museen, wie zum Beispiel das County Museum in Los Angeles. Wir besichtigten aber nicht die regulären Ausstellungen, sondern gingen ins Magazin, um uns die Kunst der Indianer und die Grafik anzusehen. Die Kunst der Ureinwohner begeisterte sie so, dass sie sich mit dem Rucksack auf den Weg machten, um das Ritual der Sandzeichnungen bei den Indianern zu studieren und um mehr über deren Kunst zu erfahren. Die Vitalität und Direktheit dieser Kunst hat ihren eigenen Stil nachhaltig beeinflusst. Diese Gegenstände haben mir sehr viel bedeutet. Die Tatsache, dass sich Pollock ebenfalls dafür interessierte, hat uns miteinander verbunden. Wir entdeckten viele Gemeinsamkeiten. Ende 1930 ging Pollock nach New York. Er schrieb sich in der Art Students League ein und zog mit seinem Bruder Charles und dessen Frau Elizabeth zusammen. In den 30er Jahren, als ganz New York unter der großen Depression litt, waren wir entsetzlich arm, aber trotzdem sehr glücklich. Es war eine aufregende Zeit. Wir fanden keine Anerkennung, aber wir waren alle davon überzeugt, dass wir Großes leisten würden. Ich lernte Charles Pollock, den ältesten der fünf Brüder, kennen. Jackson war der Jüngste. Als ich ihn zum ersten Mal sah, dachte ich, dass er der bestaussehendste der Brüder sei. Erst später erkannte ich, dass sein strahlendes Lächeln nur aufgesetzt war, um die Leute zu täuschen. Aber am Anfang war auch ich von ihm eingenommen. Allmählich wurde ich auf Jackson böse, denn er war nur auf seinen Vorteil aus und hinterhältig, egoistisch und faul. Seine Masche war es, wie ein Cowboy durch Manhattan zu gehen, um aufzufallen. Ich glaube, Jackson war sehr naturverbunden. Er liebte die Natur auf eine sentimentale, ja sogar romantische Art und Weise. Aber er war nicht wie die Männer, die im Westen lebten, sondern verweichlicht. Und das war sein Problem.
Jackson Pollock mangelte es an Selbstvertrauen und er war sich nicht sicher, welchen Weg er als Maler einschlagen sollte. Wie so oft in seinem Leben suchte er Halt bei einer starken Person. Sein erster Lehrer war Thomas Hart Benton, dessen Amerika-Bilder Pollock stark beeinflusst haben. 1935 wurde Pollock in die staatliche Kunstförderung aufgenommen. Er lernte fortschrittliche Maler kennen und hatte die Gelegenheit, mit seinen Vorbildern, den mexikanischen Wandmalern, zusammenzuarbeiten. Diego Rivera, Orozco, Siqueiros. Diego Rivera, Orozco, Siqueiros. Sie zeigten den amerikanischen Künstlern neue Wege, machten sie mit dem Monumentalen vertraut. Sie bemalten riesige Flächen. Die Amerikaner, die beim Kunstprojekt mitarbeiteten, schufen Wandgemälde und Plakate für Behörden überall in Amerika. Sie wurden von der Raumaufteilung und der Kompositionstechnik der Mexikaner sehr beeinflusst. Siqueiros verwendete außerdem als einer der ersten Emaillack und industrielle Farben, die sehr leicht tropften, und Jackson Pollock wurde ganz offensichtlich durch die Zusammenarbeit mit Siqueiros angeregt. Als ich Siqueiros zum ersten Mal traf, ich wusste, dass er Kulturattaché in Paris gewesen war, fragte ich ihn, ob er jemals Picasso getroffen habe. Wissen Sie, wir verehrten die Europäer. Sie waren unsere Stars, unsere Götter. Sie zeigten einen Weg, wie man sich von der Mittelmäßigkeit der realistischen Kunst lösen konnte, die wir ständig vor Augen hatten und die man uns als die große Kunst verkaufte. Pollock und die anderen New Yorker Maler kämpften für eine abstraktere Ausdrucksform. Zu ihnen gehörten William de Kooning, Robert Motherwell, Achille Gorki und Franz Klein. Sie wurden später als die abstrakten Expressionisten bekannt. Viele von ihnen wurden zum ersten Mal von Peggy Guggenheim ausgestellt. Das war die Geburtsstunde der amerikanischen Malerei. Und wen hat sie damals nicht alles ausgestellt? Pollocks erster Auftrag war, ein tragbares Wandbild für die Eingangshalle des Apartmenthauses zu malen, in dem Peggy Guggenheim lebte. Damals gehörte es ihr noch nicht. Ich sah das Bild kurz, nachdem es aufgehängt worden war, und fühlte, Pollock ist ein großer Maler. Es scheint, dass sich alles auf dem Bild wiederholt. Heute ist es ein Hauptwerk der abstrakten Malerei. Aber damals wurde es verrückte Tapete und dann das Wandbild genannt. Es ist ein immer wiederkehrendes Muster. Gerade das fand ich so gut. Ich glaube, dass er großflächig malen musste. Er wollte die Formate nicht benutzen, die wir von Cézanne kennen. Man kann sehen, dass jeder Pinselstrich, und das gilt auch für den reifen Cézanne, das Format, das Rechteck widerspiegelt. Pollock wollte sich davon lösen. Er legte die Leinwand auf den Boden, weil er das blöde Rechteck nicht so schnell in seinem Blickwinkel haben wollte. Es scheint, als ob er seinen eigenen Weg zum Rechteck finden wollte. Herr Pollock, könnten Sie uns erzählen, wie die moderne Kunst entstanden ist? Sie kam nicht aus heiterem Himmel, sondern entwickelte sich aus einer langen Tradition heraus, die bei Cézanne beginnt und die über die Kubisten und Postkubisten zu unserer heutigen Malerei führt. Also eine folgerichtige Entwicklung. Yes. Könnten wir auf Ihre Malmethode zu sprechen kommen, die viele Leute für so wichtig halten? Wie haben Sie sie entwickelt? Warum malen Sie so? Method is, seems to me, a natural growth out of a need.
Ich glaube, dass die Methode das natürliche Produkt einer Notwendigkeit ist. Und aus dieser Notwendigkeit heraus hat der moderne Künstler neue Wege gefunden, um sich und seine Welt auszudrücken. Ich habe Wege gefunden, die sich von den traditionellen Maltechniken unterscheiden. Das mag zuerst komisch klingen, aber so groß sind die Unterschiede nicht. Ich male auf dem Boden, und das ist nichts Neues, wenn Sie an die fernöstlichen Maler denken. Als Maler war Pollock äußerst diszipliniert. Mit seinem Leben kam er nicht zurecht. Er suchte Halt bei starken Frauen. Peggy Guggenheim protegierte ihn, und die Malerin Lee Krasner, seine spätere Frau, brachte ihn mit anderen gleichgesinnten Malern zusammen. Eines Tages stellte ich ihm Hoffman vor, weil ich sicher war, der würde seine Bilder verstehen. Hoffman sagte, Sie sind sehr begabt, kommen Sie doch in meine Meisterklasse. Sie arbeiten aber nicht nach der Natur. Das ist schlecht. Sie werden sich selbst wiederholen. Sie malen aus dem Gedächtnis und nicht nach der Natur. Jackson antwortete darauf, ich bin die Natur. Der moderne Künstler lebt in einem technischen Zeitalter. Wir haben die Möglichkeiten, Gegenstände und die Natur abzubilden, zum Beispiel mittels einer Kamera oder eines Fotoapparates. Ich glaube, dass der moderne Künstler eine innere Welt verarbeitet und ausdrückt. In anderen Worten, er drückt seine Vitalität, seine Gefühle und andere innere Kräfte aus. Kann man sagen, dass der klassische Künstler seine Welt ausdrückt, indem er die Gegenstände abbildet? Wohingegen es für den modernen Künstler um die Wirkung, die die Gegenstände auf ihn haben, geht? Ja, der moderne Künstler arbeitet mit Raum und Zeit und er drückt in erster Linie seine Gefühle aus, anstelle die Dinge abzubilden. Ich glaube, dass der größte Teil von Pollocks Bildersprache dem Unbewussten entspringt. Er hat das akzeptiert und ist so auf verschiedenen Wegen zu seiner Ästhetik gelangt. Wenn ich mich richtig erinnere, ist er von 1937 an immer wieder in psychiatrischer Behandlung gewesen. Die Surrealisten haben Pollock auch sehr stark beeinflusst, als er nach New York kam. Psychiatrie, Surrealismus und die Kenntnis der indianischen Rituale an der Westküste trugen dazu bei, dass Pollock immer mehr zu der Überzeugung kam, die Kunst entspringt dem Unbewussten. Auf der Suche nach seinem individuellen Stil fand Pollock bei den Kritikern wenig Anerkennung. Pollock verarbeitete alles, was ihm so in die Hände fiel. Dabei stürzte er sich in immer neue Abenteuer. Wenn man seine Farbe oder was auch immer auf die Leinwand schleuderte und dabei etwas Neues herauskam, hatte sich die Mühe gelohnt. Wie bringen Sie die Farbe auf die Leinwand auf? Sie scheinen keinen Pinsel oder etwas Vergleichbares zu verwenden. Meistens arbeite ich mit einer sehr flüssigen Farbe. Ich benutze die Pinsel eher wie einen Stock, denn sie berühren die Leinwand nicht. Ich halte sie nur darüber. Ist ein Stock nicht viel schwieriger zu handhaben? Nein, mit etwas Erfahrung kann man den Fluss der Farbe bis zu einem gewissen Grad kontrollieren. Und ich verlasse mich nicht auf den Zufall. Zufälligkeiten lehne ich ab. Er war mit der Farbe genauso treffsicher wie ein Cowboy mit seinem Lasso.
Übrigens auf dieses Cowboy-Image möchte ich nicht weiter eingehen. Dass er sich wie ein aus dem Westen gab, ist Teil des Mythos, der ihm sehr gelegen kam. Er handhabte den Stock, mit dem er die Farbe auftropfte, immer perfekter. Dann verwendete er eine Fettspritze, die bekanntlich sehr groß ist. Er hatte viel mehr Fingerspitzengefühl, als die Leute glauben. Er hatte genau das Gefühl, das man braucht, um gute Kunstwerke zu schaffen. Es gab nicht wenige Künstler, die auf großer Leinwand arbeiteten. Aber weil sie Amerikaner waren, wurden sie von den Kritikern kaum beachtet, bis Clem Greenberg auf sie aufmerksam wurde. Er ist der Erfinder der Werbung in der Kunstszene. Clem war der Erste, der über einen amerikanischen Künstler sagte, er ist der größte Künstler. Clem ganz alleine hat Werbung für Kunst eingeführt. Und dann brachte das Life Magazine einen ziemlich sarkastischen Artikel und diese Fotografie von Jackson Pollock. So wurde das breitere Publikum neugierig. Jackson verdankt einen Teil seines Erfolges diesem Cowboy-Image und der Tatsache, dass er Farben auftropfte, leichtsinnig und hemmungslos war. Er war eine schillernde Persönlichkeit. In Springs lebte und arbeitete Pollock in den letzten 10 Jahren seines Lebens. Es entstand ein gewaltiges Werk. Seine Bilder, die er aus dem Unbewussten schuf und die seine Gefühle ausdrücken sollten, wurden von der Öffentlichkeit aber nicht verstanden. Man hielt Jackson nicht nur für einen Außenseiter, sondern man sah in ihm auch ein Original. Er stammte nicht aus dieser Gegend und er war Künstler. Alle Künstler und Intellektuellen waren damals verdächtig. Als das Life Magazine 1950 oder Ende 1949 eine Doppelseite über Pollock brachte und fragte, ist er Amerikas größter Maler, waren die Leute hier völlig verblüfft. Wir waren ziemlich überrascht, als wir ihn zum ersten Mal besucht haben. Da war dieser Typ voll bis oben hin. Und die Leinwand, das sogenannte Bild, lag auf dem Boden. Auf einem Spieltisch standen verschiedene Gläser mit Farben. Er schlurfte barfuß herum und goss die Farbe direkt aus den Gläsern auf das Bild. Er torkelte umher und lief durch die nasse Farbe. Dann ließ er einige Gläser fallen, die zerbrachen, und die Scherben vermischten sich mit der Farbe. Seine Füße fingen an zu bluten, aber das schien ihn gar nicht zu stören, denn er wankte weiterhin durch das Gemisch aus Farben, Blut und Scherben. Und dann war das sogenannte Bild auf einmal fertig. Nachdem ich selbst Alkoholiker geworden bin, habe ich verstanden, warum er so malte und was er zum Ausdruck bringen wollte. Wenn man voll ist, dreht sich der Verstand im Kreis und die Welt sieht rosig aus. Und das so entstandene Bild wurde für ein Kunstwerk gehalten. Ich bin sicher, dass man ihm heute dafür $1 Million bieten würde. Damals hätte ich keine 10 Cent dafür ausgegeben. Das würde ich auch heute nicht tun. Das ist meine Meinung. Der Alkohol gehörte zur Pollock-Legende. Es gab allerdings auch Perioden, in denen er keinen Tropfen anrührte. 1948 hörte Jackson endgültig mit dem Trinken auf und in den folgenden 3 Jahren entstanden einige seiner besten Bilder. Pollock beherrschte seine Technik perfekt und er hatte Jahre gebraucht, um seine Art des Gießens, Spritzens und Tropfens so gekonnt anzuwenden. Er verfügte über unzählige Techniken, auf die er jederzeit zurückgreifen konnte. Heute sagen viele, dass dies keine Kunst sei und jeder eine Dose Farbe ausschütten könne.
Das ist sicher richtig. Aber jeder kann auch an ein Klavier gehen und ein C anschlagen. Und dieses C klingt nicht anders als das eines Arthur Rubinstein oder Horowitz. Wenn Sie ein wenig Farbe verschütten, können Sie behaupten, Pollock macht das nicht besser. Das trifft aber nur auf den kleinen Klecks zu. Was Rubinstein und Horowitz auszeichnet, ist ihre Technik und ihre Interpretation eines Stückes. Das macht die Persönlichkeit eines Pianisten aus. Aber der einzelne Ton ist für sie und für Rubinstein derselbe. Um auf Pollock zurückzukommen, es geht nicht darum, dass sie etwas verschütten und dann feststellen, es sieht nach einem Pollock aus. Es geht um das Talent, eine Fläche zu gestalten, auf der sich Linien wellenförmig dahinschlängeln oder überschneiden. Und es ist erst der Zusammenklang, der das Kunstwerk ausmacht. Darauf kommt es an. Nach Pollocks Tod zahlte man Tausende von Dollar für seine Bilder. Als er noch lebte, konnte er kaum seinen Unterhalt damit verdienen. Wir haben das Haus gekauft, das wir jetzt nicht nur im Sommer, sondern das ganze Jahr über bewohnten. Und es zogen immer mehr Leute hierher. Einschließlich des Ateliers, das heute eine Garage ist, der kleinen Scheune und 5 Morgen Land, kostete es 5.000 Dollar. Wir mussten 2.000 Dollar anzahlen, die uns Peggy Guggenheim lieh. Und Jackson gab 3 Bilder als Sicherheit. Dann wurde die Scheune ausgeräumt und wir zogen um. Er arbeitete in der Scheune und ich übernahm oben sein altes Atelier. Es war eine harte Zeit. Well, if you want really practical details, when he moved out here, his studio had no heat in it. Als er hierher zog, hatte das Atelier keine Heizung. Das schränkte seine Aktivitäten als Maler ein. Wissen Sie, er konnte nur 7 Monate im Jahr malen, wegen der Kälte und weil die Email- und Ölfarben sonst in der Scheune eingefroren wären. Es gab keine Heizung und der Wind pfiff durch die Ritzen. Im Jahre 1950 gelang es dem Fotografen Hans Namuth, Pollock zu überreden, sich beim Malen filmen zu lassen. Ihm verdanken wir, dass wir heute über Pollocks Maltechnik Bescheid wissen. Am letzten Drehtag kam es zu einem folgenschweren Zwischenfall. Am Nachmittag des letzten Drehtages war es kalt und windig. Es war der Thanksgiving Day. Als sie in der Dämmerung zurückkamen, ging Pollock schnurstracks zum Spülbecken. Obwohl er 2 Jahre nichts getrunken hatte, war er immer noch gefährdet. Er zog unter der Spüle eine Whiskyflasche vor und goss sich ein volles Glas ein. Es war eine befremdliche Situation. Wir saßen zu 8 oder zu 10 um den Tisch herum. Jackson setzte sich an das Kopfende und bevor irgendjemand etwas sagen konnte, sah Pollock sein Glas an, dann Hans. Er hielt sich an der Tischkante fest und sagte, jetzt. Auf einmal herrschte ein tödliches Schweigen und Lee saß wie versteinert am anderen Ende des Tisches. Ich hörte, wie sie leise sagte, mein Gott, was jetzt? Jackson sagte das Wort jetzt lauter und packte in seinem Anfall den Tisch, riss ihn während er aufstand um und schrie, jetzt. Anschließend schlenderte er ganz ruhig durch die Hintertüre aus dem Haus und verschwand in der Nacht. Er ging wahrscheinlich in sein Atelier und der ganze Spuk war vorbei. Die Anspannung bei den Dreharbeiten und sein Rückfall fielen mit Pollocks Erkenntnis zusammen, dass er die Grenzen seines Malstils erreicht hatte. Er wollte sich weiterentwickeln, aber er wusste nicht wie. Jackson war so intelligent, es könnte sein, ohne zu sein. Pollock war sehr intelligent, konnte sich aber nicht besonders gut ausdrücken. Er war sicher einer der intelligentesten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Nachdem er eine Serie 15, 20 oder 30 Bilder gemalt hatte, hörte er auf und malte einige Wochen oder Monate gar nicht mehr. Er saß herum und rauchte, trank aber nicht unbedingt. Er musste sich nicht besaufen. Dann fing er wieder an zu malen.
fancied I could see this. Er hat nie darüber gesprochen, aber ich bilde mir ein. During the layoffs, he got rid of his mannerisms. Dass er in diesen Phasen seine Manierismen ablegte, soweit es welche waren. Als ich in Paris war, schrieb er mir in einem Brief, ich habe an einer Serie von Schwarz-Weiß-Bildern gearbeitet, die sehr stark an frühere Bilder anknüpft. Bei der Jugend könnte daher der Eindruck entstehen, es sei keine Kunst, einen Pollock aufs Papier zu bringen. Es waren sehr ausdrucksstarke Bilder. Aber ich glaube, dass die Ausstellung im Gegensatz zu vorhergehenden ein ziemlicher Reinfall gewesen ist. Alle haben erwartet, dass er damit mindestens so viel verdienen würde wie ein guter Maurer. Wenn ich mich aber richtig erinnere, hat er von seinen Schwarz-Weiß-Bildern auf der Ausstellung kein einziges verkauft. Done his black and white show. 1951 stellte er seine Schwarz-Weiß-Bilder aus, von denen einige wirklich sehr gut waren. 1952 malte er wieder mit Farbe, aber manche Bilder wirkten irgendwie unsicher. Ich hatte den Eindruck, er merkte, dass ihm nichts mehr einfiel. Das lag aber nicht daran, dass die Grenzen seiner Technik erreicht waren. Er war einfach ausgebrannt. Trotzdem entstanden auch in den letzten Lebensjahren noch ein paar gute Bilder. Aber Pollocks Unzufriedenheit mit seiner Arbeit, seine Probleme in der Ehe und die Abhängigkeit vom Alkohol ließen ihn nicht wieder zu seiner alten Form zurückfinden. Am Ende seines Lebens hatte er große Schwierigkeiten und begann wieder zu trinken. Er hat sich selbst nicht kopiert. Das heißt, er hat nie gesagt, ich weiß, wie ein Pollock aussieht, und dann ein paar Bilder hingehudelt, um sie zu verkaufen. Er hat sich immer mit seinen Werken kritisch auseinandergesetzt. Und gerade weil er so selbstkritisch gewesen ist, hat er in seinen letzten Jahren kaum mehr gemalt. Er stand nicht mehr hinter dem, was er gemacht hat. ...1956 lernte Jackson Pollock die junge Kunststudentin Ruth Klingman kennen und begann ein Verhältnis mit ihr. Ich habe Jackson 7 Monate gekannt. Und wenn ich mich recht erinnere, zogen wir Ende Juni, Anfang Juli oder August zusammen. Damals hat er überhaupt nicht gemalt. Obwohl er sich viele Gedanken über seine Arbeit machte. Aber das ist nicht ungewöhnlich. Bei Malern gibt es kreative Phasen. Seine hat über viele Jahre angehalten. Und in der Zeit ist eine große Anzahl von Bildern entstanden. Es gibt aber auch Durststrecken. Selbst Schriftsteller haben ihre Krisen. Pollock war zu sehr mit seinem Gefühlsleben beschäftigt. Er hatte ein riesiges Ego und eine gespaltene Persönlichkeit. Er sagte oft in seinem Cowboy-Ton zu mir, während wir morgens am Küchentisch saßen und Kaffee tranken, weißt du, es gibt nur 3 Maler, Picasso, Matisse und Pollock. Aber es gab auch Zeiten, in denen er sagte, ich bin schlecht. Ich bin ein Scharlatan. Die Zweifel an sich selbst gehören zum Wesen eines Malers, zum Wesen jedes Künstlers. In den letzten Monaten vor seinem Tod habe ich Jackson oft gesehen. Gemeinsam mit vielen anderen fuhren wir regelmäßig zur psychiatrischen Behandlung nach New York. Am Anfang benutzten wir einen Kombiwagen, den wir fliegende Couch nannten. And then the flying couch disintegrated
Als dieser seinen Geist aufgab, nahmen Jackson und ich zweimal in der Woche die Long Island Bahn nach New York. Damals hatte er ziemlichen Ärger mit Lee und Lee mit ihm. In New York traf er sich mit Ruth Klingman. Er befand sich in einem verzweifelten Zustand. Ich glaube, er merkte, dass es ihm nicht gelang, auf die Leinwand zu bringen, was er ausdrücken wollte. Er musste sich mit seinem Unterbewusstsein auseinandersetzen, das sich aber in einem derart chaotischen Zustand befand, dass es ihm meiner Meinung nach gar nicht gelingen konnte, so intensiv weiterzuarbeiten wie bisher. Jackson war als Maler irgendwie in einen Grenzbereich vorgedrungen. Und ich glaube, das galt auch für sein persönliches Leben. Er bewegte sich am Rande eines Abgrunds. Er schwebte immer in Lebensgefahr. So wie er fuhr, wie er trank und wie er die Menschen im Suff provozierte. Er bewegte sich immer am Rande eines Abgrunds. Was das Auto betrifft, für Jackson war es mehr als ein reines Fortbewegungsmittel. Autofahren war für ihn eine Möglichkeit, sich mitzuteilen. Und manchmal reagierte er seinen Ärger durch zu schnelles oder wirklich halsbrecherisches Fahren ab. Damals nahm das Auto einen besonderen Stellenwert in der Gesellschaft ein. Es war Mutterersatz, Geliebte und Engel des Todes. Ich glaube, dass es irgendwann für ihn auch eine derartige Bedeutung bekam. Er hat getrunken. Und im Grunde war er ein schrecklicher Langweiler und eine Nervensäge. Er forderte einen ständig heraus. Aber das nahm man wegen seines Talentes in Kauf. Ich habe Studenten gehabt, die dachten, dass sie sich einfach nur einen ansaufen müssten und dann seien sie schon Jackson Pollock. Ich muss leider sagen, dass Selbstmord und Alkoholismus eine traurige Rolle in der Bewegung der abstrakten Expressionisten spielten. Sie waren alle Kinder aus der Zeit der Wirtschaftskrise. Die meisten von ihnen waren schwere Trinker, liebten Autos und fuhren wie die Wilden. Die Mehrzahl hatte keine Kinder, die ihnen Halt in ihrem Leben gegeben hätten. Auch die Pollocks waren kinderlos. Es gab viele spektakuläre Selbstmorde. Zum Beispiel den von Roscoe oder den von Gorky. Man kann sie in gewisser Hinsicht als existenzielle Selbstmörder bezeichnen. In ihrem Leben lag etwas Destruktives, das folgerichtig zu einem gewaltsamen Tod führte. Ein Beispiel dafür ist Pollock. Ich glaube, das war so die allgemeine Stimmung damals. Und dazu kam noch die Erfolglosigkeit. Zu seinen Lebzeiten hat Pollock nur sehr wenig verkauft. Das große Geld, die Anerkennung und die Glorifizierung der Gruppe, all dies setzte erst nach Pollocks Tod ein. Fast schlagartig nach jener Sommernacht des Jahres 1956. Während Lee Pollock in Paris war, lebte Ruth Klingman mit Pollock zusammen. Am 11. August kam Ruth nach einem Wochenende in New York mit Edith Metzinger zurück. Nach einem Tag voller Spannungen wollten alle drei auf eine Party gehen. Schon beim Einsteigen wusste ich, es ist falsch. Wir fuhren los. Unterwegs hielt er immer wieder an und weinte. Edith wirkte provozierend, weil sie nichts begriff. Und schließlich bekam sie Angst. Da beschlossen wir, nicht auf die Party zu gehen und machten uns auf den Heimweg. Jackson fuhr immer schneller. Er nahm den Fuß nicht mehr vom Gas weg. Edith fing an zu schreien. Aber er lachte nur. Wir rasten die Fireplace Road runter und da kam der Wagen von der Straße.
Auf einmal war ein junges Mädchen da, streichelte mich. Ein Mann hielt meine Hand. Sie deckten mich zu und ich sagte zu dem Mädchen, geh zum Wagen und sieh nach, ob er verletzt ist. Sie ging. Und als sie zurückkam, fragte ich, ist er am Leben? Sie antwortete, ja. Ich darauf, schwöre es. Das kann ich nicht, antwortete sie. Da wusste ich, was los war. Wenn er an einem Leberleiden gestorben wäre, dann wäre das längst nicht so spektakulär gewesen. Durch den tödlichen Autounfall wurde er zu einer legendären Gestalt wie James Dean oder Camus. Das trug zur Legende des großen Künstlers bei. Wie bei den Romantikern, die zu jung starben, um sich selber zu überleben. Das steigerte seinen Marktwert. Für Bilder wie Blue Poles hat er nicht mehr als $3,000 bekommen. Heute ist es unerschwinglich. Die australische Regierung hat für dieses Bild später ungefähr $2,6 Millionen bezahlt. Wäre er noch am Leben, hätte es diese Preisentwicklung nicht gegeben. Mit Jackson Pollocks tragischem Ende hat sich dieser Kunstmarkt entwickelt. Ich kenne keinen Nachlass, der so hervorragend verwaltet worden ist wie der von Jackson Pollock durch Lee Krasner. Sie wies den Kunsthändler Sidney Janus an, gewisse Bilder zurückzuhalten, um so den Preis für andere in die Höhe zu treiben. Sie kümmerte sich einfach um alles, was mit dem Nachlass zusammenhing. Dadurch trieb sie die Preise der gesamten amerikanischen Kunstszene in die Höhe. Das ist alles Lee zuzuschreiben. Herr Pollock, ist es richtig, dass Malstil und Technik nur Mittel zum Zweck sind? Hoffentlich. Natürlich geht es um das Ergebnis und es spielt keine Rolle, wie man die Farbe aufbringt, solange man etwas ausdrückt. Die Technik ist nur ein Mittel, um zu einer Aussage zu gelangen. Er sah seine Daseinsberechtigung nur in der Rolle des Künstlers und in seiner Kunst und fühlte sich zu sonst nichts nütze. Aber das stimmt so auch nicht. Er wurde kritisiert, wenn er nicht malte. Dabei hat er nun nicht gemalt, weil er sich nicht unter Druck setzen wollte. Er blieb sich selber treu. Ich will Pollock nicht idealisieren, aber eines war er: ehrlich. Er hat viele Menschen ungeheuer beeinflusst. Das ist dann besonders positiv, wenn man dadurch aus sich herausgeht und sich selbst finden kann. Ich glaube, Pollocks Bedeutung liegt nicht so sehr darin, dass man ein Werk von ihm betrachtet, sondern was in einem vorgeht, wenn man ein bestimmtes Bild ansieht. Das gilt bereits für seine ersten Bilder, die ich gesehen habe. Sie zogen den Betrachter in ihren Bann und hatten eine so starke Wirkung, dass der Betrachter sich anschließend in seiner Persönlichkeit verändert glaubte. Jeder, der einen Raum mit seinen Bildern betritt, fühlt, dass hier eine besondere Kraft wirkt. It's laying there. It's latent.